wollen wir doch gleich mal diesen tollen Doktor einen Besuch abstatten. Aber erst nochmal räume ich, obligatorisch fast schon, das Inventar etwas auf. Denn Halbleiter braucht man nicht. So viel Stasi-Packs braucht keine Sau. Strahlmunition. Nee. Eigentlich eher Plasma. So. Und dann hole ich noch zwei Energieknötchen. Knötchen. Wunderbar. So. Weil ich glaube, dass der auch nicht mehr ganz so der netteste ist. Mal schauen. Mal schauen, ob der ausrastet oder nicht. Ne, das Genesemodul haben wir fertig. So, dann brauchen wir noch drei. Das haben wir ja fertig ausgebaut. Das ist ebenfalls fertig. 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 Also, eigentlich müssen wir uns jetzt überhaupt nicht mehr um unsere Ausrüstung kümmern, außer dass wir jetzt echt genügend Material zum Schießen dabei haben. Ha, das ist ja zum Schießen. Das Spiel. Ja. Blöde Sau. Sag mir nicht, dass du der Verrückte bist. Ich wusste, dass du das Richtige tun würdest. Ich wusste es. Ich liebe dich so sehr. Sie haben es geschafft. Gott sei Dank. Sie haben es geschafft. Fortschritt beobachten. Ich weiß, dass Sie das Wimp-Shuttle reparieren und von hier weg wollen. Aber eine Flucht ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Der Schockantrieb des Shuttles ist zerstört. Nein, 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 nein. Verzweifeln Sie nicht. Geben Sie nie die Hoffnung auf. Zuerst habe auch ich die Hoffnung verloren. Hab versucht, das Schiff zu zerstören, die Systeme zu sabotieren. Aber Amelia, sie hat alles verändert. Die Kirche! Sie glauben, der Marker war göttlich, aber sie wissen nicht, was hier passiert ist, was entfesselt wurde. Sehen Sie, sehen Sie, sehen Sie genau hin. Ach so. Das Planeten gefunden haben. Mörser nennt es das kollektive Bewusstsein. Es ist die Quelle, die die Necromaus telepathisch kontrolliert. Wir waren so dumm! Aber Amelia, sie wusste es. Sie wusste, dass es aufgehalten werden kann, indem der Marker auf dem Planeten zurückgebracht wird. Der Marker dämmt es innerhalb des Planeten ein. Bringen Sie den Marker zurück und versiegeln Sie das kollektive Bewusstsein. Es tut mir so unendlich leid, Amelia. Ich trage einen Großteil der Verantwortung für diese Tragödie. Jetzt muss ich die Verantwortung übernehmen, es zu Ende zu bringen und für meine Sünden büßen. Aber Sie können mir helfen, wenn Sie das Shuttle reparieren und den Marker zurück an Bord bringen, können wir es beenden. Für alle Zeit. Es bleibt eher an mir hängen. Ne? Kollege. Ist doch eh scheißegal. Ne? Ich muss doch eh alles machen. Und es ist blind. Und wehe, der Arsch lockt mich damit jetzt in irgendeine Falle. Dann werde ich sauer. Haufen quasi.
kleinen Fische. Ach, kommt her, kommt her, kommt her. Ich hab euch lieb, ich hab euch lieb. So, das war es jetzt. Das finde ich fein. VIP-Bereich. Ja, nicht mal der ist sicher. Hier hat irgendwas Rums gemacht. Ich war es ausnahmsweise mal nicht. Eieiei. Ja, boah, ey, was haben wir für Stiefel? Wir können. Also würde der irgendwo Football mitspielen? Dem wird doch alles am Arsch vorbei gehen. Da sollen wir rein. Und es gibt noch ein paar Türen, die etwas anderes zu mir sagen. Audiolog, bitte zuhören. Persönliches Logbuch des Captain. Um alle Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Wenn diese Einträge abgehört werden, werden meine Taten rehabilitiert sein. Ich bin Unitologe. Inzwischen ist es vermutlich kein Geheimnis mehr, dass wir gar nicht in diesem Sternsystem sein sollten. Nur ein weiterer Abbaujob für die Firma. Bis die Kolonie den Marker fand und die Kirche aufhorchte und mich schickte, diese Pilgerreise anzuführen. Sie versicherten mir außerdem, dass ein Großteil der Crewmitglieder streng gläubig sei. Meine primäre Anweisung lautete, den Marker in der Kolonie abzuholen und auf das Schiff zu bringen. Dr. Kain, der CSO, ist Experte für den Originalmarker und erhielt die Aufgabe, auch diesen zu entziffern. Er sagt, er mache gute Fortschritte. Meine Entscheidung, eine Quarantäne über die Kolonie zu verhängen, war gerechtfertigt. Die haben da unten eine Art Epidemie und ich darf nicht zulassen, dass sie aufs Schiff übergreift. Nicht bei dieser kostbaren Fracht. Nicht, wenn wir so nahe sind. Der Planet wird morgen geöffnet. Wir werden den Marker weiterhin entziffern und bei unserer Heimkehr unsere Ergebnisse und den Marker der Kirche übergeben. Die Regierung wird das hier nicht vertuschen. Altman sei gepriesen. Unglaublich. Wie selbst der Captain zu diesen religiösen Fanatikern gehört. Aha, aha. Textlog. Was steht hier feines drin? White's Liste. Aha. Das Schiff wird von verdammten Unis befehligt. Aha. Okay, das sind alle, die damit drin hängen. Gut, eigentlich kennt man hier nur etwas von Matthias, Kain und Mercer. Die anderen sind eigentlich irrelevant. Die USG Ishimura. Süß. Süß, süß, süß. Und da sieht man ja, was jetzt hier alles abgegangen ist. Also in Gold gefasst würde ich das nicht bezeichnen. Mhm. Die scheinen ja ziemlich stolz auf ihre Arbeit zu sein. War ich hier schon drin? Nein. Wow, wow, wow. Puh. Das war jetzt gerade mal wieder ein Schock nach langer Zeit. So. Blub, blub. Thank you.
Jawohl. Ein Speicherpunkt. Kapitel 10, das Ende aller Tage. Eigentlich müssten wir jetzt auch so langsam an dem Ende des Kapitels ankommen. Ach je. Schauen wir hier. Ui, was ist das denn? Das. Oha. Oh, wow, wow. Ungutes Gefühl. Irgendwie sieht das fast schon so aus, als wäre man hier schon mal gewesen. Aber... Ah ja. Eigentlich muss das ja schon ein ziemlich gutes, sag ich mal, GPS-System sein. Wenn das mir schon so viel sagen kann, wo ich dann lang muss. Also betrachten wir das einfach mal auf der rein technischen Seite. Ist das... Dann ist das so allein ja schon ziemlich interessant. Ich meine, was dafür, technisches Know-how hinterstecken muss, beziehungsweise die müssen ja wirklich die eine ganze Karte von der Umgebung haben, inklusive den Wegpunkt. Ach je. Wieso habe ich das Gefühl, dass da drin die Post abgehen wird? Ja, und jetzt kriegen wir Besuch. Das ist doch immer so. So offensichtlich. So offensichtlich. Aber bevor wir hier reingehen und irgendetwas aktivieren, mache ich einen Cut. Bis gleich.